Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei My Time at Porsche. Habe ich mich direkt schon wieder verhaspelt, ne? Wir waren hier dabei, Sachen zu bauen. Ja, genau, ich erinnere mich. Wir warten auf die Mats für den Mixer und hatten das Schwert fertig für Django, was wir ihm jetzt auch gleich mal bringen wollen. Und dann möchte ich mal noch einen neuen Auftrag in der Handelsgilde annehmen. Genau. So, mein Lieber, da ist er schon. Auch schon. Hier, das ist Lee, das ist nicht Django. Die sehen sich, finde ich, so ein bisschen ähnlich von hinten. Oder? Ja, doch, schon so ein bisschen. Haarfarbe ist anders, aber ansonsten. Hallo! Fresh Fruit steht da übrigens dran, sehe ich gerade. Das erinnert mich an meine Jugend, als ich mein erstes Schwert bekam. Gute Arbeit, gut ausbalanciert. So, haben wir die Quest auch erledigt. Hat denn jetzt irgendwer anders vielleicht meine Quest für uns? Ach so, da kriegen wir diese Map angezeigt. Interessant. Oh, wir haben übrigens Fisch bekommen von ihm. Ein Gericht mit Fisch. Moment, da wollte ich gleich mal gucken. Lass mich mal sehen, was ist denn das? Räucherfischforelle. Fisch, der mit Mehl vermengt und dann geräuchert wird. Mmm, lecker. So, diese Pinsel, die werde ich, glaube ich, der May schenken. Ja, habe ich mir so überlegt. Was haben wir denn noch? Da möchte jemand was. Da war es Fischeintopf. Hier ist die Höhle. Okay, dann gehen wir da gleich mal hin zu Dava. Vorher will ich mal gucken, ob ich die May hier irgendwo treffe. Und dann noch in die Handelsgilde. Ah, wobei, nee, die Pinsel. Wisst ihr, wem wir die schenken? Hier dem Gast. Der Pinsel, das ist doch, der malt doch immer unten am Wasser. Hallo. Oh, da scheint ein Dieb in das Haus eingebrochen zu sein. Das geht dich nichts an. Okay. Dem wurde also auch irgendwas geklaut. Erzähl mal, diese Sonntagsversammlung macht mich schläfrig. So, pass mal auf. Hier, möchtest du das vielleicht haben? Jetzt habe ich mich verschluckt an meiner eigenen Spucke. Ein Werkzeug zum Malen. Du könntest etwas anderes machen. Oh, hat es dir nicht gefallen? Du malst doch so gern. Ah, guck mal, da ist Higgins. Den wollte ich auch nochmal anquatschen. Dem wurde nämlich, glaube ich, auch was geklaut. Der redet nicht mit mir. Meine Werkstatt wird immer die Nummer 1 sein. Jetzt und für immer. Merkt ihr das? Naja, wir werden sehen. Mach's gut. Dem kann man übrigens nichts schenken, weil wir den hassen. Hatte ich mit den ganzen Leuten hier schon gesprochen? Lass mich mal gucken. Rousseau, dir wurde nichts geklaut? Bitte, ich bin in Eile, etwas zu essen für Fräulein Ginger zu kaufen. Guten Tag. Tschüss. Und du, Pauli? Normalerweise sehe ich immer ein Fahrrad, das an der Hauptstraße geparkt ist, aber seit kurzem ist es verschwunden. Okay, ein Fahrrad wurde auch gestohlen. Okay, Mars. Mit dir hatten wir, glaube ich, schon. Seit ich gehört habe, dass es hier einen Dieb gibt, bin ich sehr vorsichtig geworden. Achso, ja stimmt, das hatte der gesagt. Mit Carol hatte ich dann bestimmt auch schon gesprochen. Ich gehe nochmal ein paar Discs abgeben. Einfach, weil ich es kann. Merlin, wurde dir was geklaut? Nein, okay. Die Kirchenleute sind so stur. Warum sollten wir die Technologien der alten Welt nicht verwenden? Sie können ganz offensichtlich dazu beitragen, unser Leben einfacher zu machen. Das macht wirklich keinen Sinn. Ja, das stimmt. Wo ist denn Petra? Ach, da. Mein voller Terminkalender im Forschungszentrum kann mich nicht vom Lesen abhalten. Ich mag Bücher, die mehrere Themen behandeln. Okay, pass mal auf. Ich gebe dir mal CDs. Hallo, hast du etwas Neues entdeckt? 10. Das sollten genug Datendisks sein. Nee, ganz normale Forschung. Alles klärchen. So, dann bis morgen. Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich inzwischen schon alle Sachen oder alle Sachen erfragt habe, die gestohlen wurden. Ich bin mir nicht sicher. Remington, wurde dir denn auch was geklaut? Ja, ich vermisse ein altes Paar Schuhe. Hat Sam sie weggeschmissen? Sie sagte, sie würden stinken. Okay, und du, Dr. Xu? Bleib mal stehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bleib doch stehen. Oh. Hast du etwas über den Dieb gehört? Die ganze Stadt spricht darüber. Wir sollten alle vorsichtiger sein und nichts herumliegen lassen. Ja, das stimmt. Okay, gut. Martha? Ach nee, ich wollte nicht mit deinem Laden interagieren. Mit dir hatten wir, glaube ich, schon gesprochen. Dein Topf ist verschwunden, ne? Abgesehen von Toby natürlich.
Ja, also ihr Topf ist verschwunden. Bei ihr hier war ich, glaube ich, auch. Alice. Siehst du etwas, das dir gefällt? Alle meine Blumen sind frisch gepflückt. Ja. Ja, das wissen wir. Der Isaac, der sitzt auch im Regen hier und spielt. Sehr lustig. Das Buch ist die Leiter menschlichen Fortschritts. Also, Jüngling, lies mehr und denke mehr. Mhm. Okay. Ich gehe mal zum Bürgermeister auch und frage den mal, ob der was verloren hat. Ach, da ist er. Hi, Gail. Ich hoffe, dass sich die Diebe als die Banditenbrüder herausstellen. Das wäre leicht zu lösen. Okay. Der hat also auch nichts. Da ist, da sind lauter Bilder von ihm in jungen Jahren wahrscheinlich. Da ist er. Vielleicht ist das seine Frau oder so. Ich glaube, irgendwo hingen ja auch da so Zeitungsartikel und sowas. Ich glaube, das ist der Gale mit hier dem aus der Handelsgilde. Wie heißt er denn? Ach, ich komme nicht. Presley auf den Namen, wollte ich gerade sagen. Presley. Hallo, hallo, mein Lieber. Wenn es hier einen Dieb gibt, dann finden wir ihn. Keine Sorge. Guck mal, ich gebe dir mal was. Du magst also gern Fischgerichte. Danke, ich hoffe, das gefällt mir. Ey. Hallo, Albert. Hast du was verloren? Hast du schon meine Gastschwester getroffen? Sie sieht wirklich reizend aus. Sie kommt nicht oft raus. Ich habe sie erst ein paar Mal gesehen. Hm, okay. Ich glaube, wir haben vielleicht inzwischen auch alle gefunden. Können wir eigentlich? Ja. Seit wann kann man da denn reingehen? Waren wir hier schon mal drin? Habe ich mich hier schon mal umgeguckt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, Leute. Ich war hier persönlich, glaube ich, noch nie drin. Kann man hier irgendwas angucken? Kann man in die Zimmer reingehen? Ja. Lul! Ich weiß nicht, ob das vorher schon ging. Ach, sehr interessant. Die haben hier nicht mal Möbel oder sowas in ihren Zimmern. Naja, wenigstens ein Plakat. So. Gibt's denn in diesen Zimmern? Ah ja, doch. Magnetisches Armband? Oh. Gibt's hier noch mehr? Wo war ich denn jetzt schon überall? Ich mach jetzt mal die Seite. Ist nix. Soll das ein Teppich darstellen? Hier ist auch nix. Und dann noch das Zimmer. Hier ist aber auch nix. Okay. Was haben wir hier? Aha. Interessant. Hier könnte ich mich hinsetzen. Schöne Bilder haben sie hier hängen. Ah, okay. Das finde ich ja mega interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal drin war. Oh, schön. Guckt mal. Also die Bilder auch. Schön. Gefällt mir. Erstmal die Leute beklauen. Oh, der Teppich. Oh mein Gott, okay. Ach, das Pinky. Und die Leute, das könnte Anne sein als Kind. Und Arlo vielleicht. Ah, hier ist noch eine Kiste. Eine Schleuder. Oh, ich weiß, wem wir die schenken können. Dem Toby oder so vielleicht. Also einem der Jungs. So, hier ist aber auch nichts. Okay, gut, dann haben wir uns hier auch umgeguckt. Interessant, ich wusste tatsächlich nicht, dass man da reingehen kann. Oder wir waren schon mal drin und ich habe es einfach vergessen. Kann möglich sein. Aber da die Kisten noch standen, denke ich nicht, dass wir da schon drin waren. Wartet, ich wollte hier hin. Ach, schon wieder der halbe Tag um. Trödeline. Presley. Presley, hast du was verloren? Mein Sofa ist verschwunden. Wie kann so ein großes Ding einfach verschwinden? Tut mir leid, ich konnte gestern Nacht nicht schlafen. Oje. Und du? Du hast nichts verloren, okay. Meine beiden BFFs haben gesagt, dass ihnen vor kurzem Dinge gestohlen wurden. Ich sag's dir, das müssen wir wieder, diese Banditenbrüder sein. Mhm, okay, meine BFFs. Ah, schön. Was haben wir denn hier noch? Was hat er uns denn noch übrig gelassen? Also, 439, 815, das ist gut. 514, was will der?
zweimal Wandlicht. Wandlicht, Moment. Wie baut man denn Wandlicht? Wandgegenstände? Ausrüstung, Möbel, ist es hierbei? Wandlicht, Arbeitstisch Level 2, das können wir bauen, hoffe ich. Nimm die Quest mal an. So, annehmen. Gut. So, wo wollte ich jetzt noch hin? Ich wollte zu Dava. Ist der noch oben in seinem... Moment. Ja, in seiner Baumschule. Okay, dann gehen wir da mal hin. May! Hier wurde nichts geklaut. Na, zum Glück. Oh, was ist das für eine Geschichte über einen Dieb in der Stadt? Interessant. Kann ich dir irgendwas schenken? Hier, nimm mal. Fisch. Hey, das ist ziemlich schön. Danke, Kumpel. Gerne. Ah ja, zu Tobi wollte ich noch. Wo wird der sich gerade rumtreiben? Hier steht ein Kind. Jack. Weißt du was? Dann kriegst du die einfach. Willst du ein paar Blumen kaufen? Direkt aus dem Garten meiner Schwester. Guck mal hier. Eigentlich zählt doch nur der Wille. Ja, toll. Ihr seid alle so undankbar, ihr. Verdammten Menschen. Verteidigung plus 6. Plus 5. Ja, dann. So. Wo ist jetzt? Da. Das schenke ich dann... irgendwem, dem ich als nächstes über den Weg laufe. Jetzt gehen wir erstmal zu Dava. In der Hoffnung, wir treffen ihn noch an um 17 Uhr. Könnte wegen eng werden. Na, mal schauen. Voll gut hier, ne? Was wird das wohl mal gewesen sein hier oben? Solche Sachen würden mich immer interessieren. Was ist das, was das mal gewesen ist? Porsche Tree Farm. So, da ist er. Hallo. Da war's Fischeintopf. Lilly, ich möchte hausgemachten Fischeintopf essen, aber ich bin ein furchtbarer Ich bin ein fruchtbarer Koch. Er ist ein fruchtbarer Koch? Okay. Kannst du mir vielleicht welchen machen? Wenn du das Kochset hast, kannst du das tun. Klar, klingt leicht. Oh, danke, danke. Meine Großmama hat immer Fisch, Eier und ein bisschen Salz hineingetan. Das schreibe ich mir besser mal auf. Oder habe ich mir das schon aufgeschrieben? Fisch, Eier und ein bisschen Salz. Moment. Milch, Goldlachssalz hatte ich mir mal aufgeschrieben. Nee, dann schreibe ich das auch auf. Also, dann ist wohl egal, welchen Fisch. Fisch... Salz und was war das andere noch? Eier. Gut, gucken wir mal, da war. Kriegen wir schon hin. Kochset haben wir auch noch nicht gebaut, glaube ich. Okay. Aber ich krieg's nicht richtig hin. So. Okay, gut, gut. Wie viel Zeit haben wir denn für die Quest? Fischbrei. Ewig. Super, das freut mich. Vielleicht haben wir das sogar da. Ich muss mal gucken. Vielleicht haben wir das sogar da. Wir haben ja Zeug bekommen beim Angelwettbewerb auch und so. Eventuell haben wir das sogar. Gut. Dann gucken wir mal, was die Wandlichter brauchen. So. Wo sehe ich eigentlich, wie lange das noch dauert bis zum Level-Up? Kann mir das einer erklären? Wahrscheinlich nicht in diesem Fenster. Fenster auf allem, Lilly. Ist klar. So, wie weit sind denn hier unsere Sachen? Das sieht gut aus. Wir müssen demnächst mal in diese Kläranlage wieder, wegen der Zähne. So, Eisenbarren haben wir jetzt 5. Haben wir da noch mehr oder hat man die jetzt alle verbraucht? Da haben wir alle verbraucht. Okay, Bronzebarren haben wir wieder ein paar. Hiervon brauchte ich noch 2. Und der Rest kann hier rein. Und die Holzkohle tue ich auch mal hier mit rein.
Gut. Dann kommt das jetzt hier hin. Dann brauchen wir nur noch die Carbonstahlbarren. Und sehr viel mehr Eisen. Oh, und wir müssen Holz sammeln. Das war auch eine Sache. Ach so, Essen wollte ich gucken. Nahrung. Fischbrei. Nee, das haben wir leider nicht. Na gut. Dann eben nicht. Aber wir haben Eier. Wir haben kein Salz, oder? Nee, kein Salz. Aber das weiß ich, wo man das kriegt. Und einen Fisch bräuchten wir halt. Da muss ich mir mal einen fangen gehen. Das kriege ich aber hin. Gut, dann. Was machen wir dann? Es ist schon 18 Uhr. Gehe ich noch ein bisschen Holz fällen und dann gehen wir morgen mal wieder in die Kläranlage. Ui, die Axt ist aber echt gut. Damit müssten wir jetzt eigentlich auch dann die ganz großen Bäume platt bekommen. Also ich meine, die ganz, ganz dicken Dinger. Hat sie dicke Dinger gesagt? Ja, hat sie. So. Wenn wir uns hier mal durchs Gemüse fechten. So. Diesen da, den kriegen wir. Also den haben wir vorher, glaube ich, auch schon platt bekommen, aber der geht jetzt halt schneller auch. Ah ja, und die großen Steine müssten wir auch platt bekommen jetzt mit der neuen Spitzhacke. So. Ah, ich wollte gucken, was wir für die Lichter brauchen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Na, wer hätte es gedacht? So. Ich räume jetzt einfach mal hier diese Ecke aus und dann gucke ich mal wegen den Lichtern. Usch. Geht ja jetzt richtig schnell mit der Axt, Mensch. Die nächste ist dann, glaube ich, irgendwie. Boah, weiß gar nicht. Könnten wir mal nachgucken, aber wobei, ich glaube, wir können eine höhere als Eisen für momentan gar nicht bauen mit unserer Arbeitsstation. So. Was mich mal interessieren würde, wie weit man diese Farm, also sein Gebiet quasi ausweiten kann, denn das habe ich tatsächlich bei meinem eigenen Spielstand auch noch nicht geschafft, da alle Erweiterungen zu kaufen. Die werden mitunter nämlich sehr, sehr teuer dann später. So. Level up, sehr schön. Da kann ich gleich noch ein bisschen Durchhaltevermögen skillen. Hatten wir den Boss eigentlich geschafft bei der Kläranlage? Ich glaube nicht. Aber vielleicht ja jetzt mit dem neuen Schwert. Mal gucken. So. Dann haben wir hier gleich aufgeräumt. Oder fehlt noch was? Nö, sieht gut aus. Sehr schön. Okay, ja, die hier kann ich ja mal mitnehmen, ist ja egal. Was weg ist, ist weg. Gut. Schön. Dann fülle ich jetzt überall nochmal Holz auf. So. Ach, stopp, hier kann ich gleich noch direkt ein paar neue Eisenbarren fertigen. Was stellen wir hier mal her? Vielleicht nochmal Kupferbarren und Bronzebarren dann? Ach nö. So. Gut. Hier sieht's gut aus, oder? Ja. So, kurz aufräumen. Na egal, ich lasse es jetzt mal so. Nein. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Das wegtun. Alles klar. Guck mal, so viel Geld haben wir schon. Ja, genau, Zähne. Zähne am nächsten Tag.
Gehen wir mal pennen. Ah, und die Wandlichter. Ich muss an die Wandlichter denken. Denkt doch einer an die Wandlichter. Müssten eigentlich Post haben. Oh. Tas, Agent T. Tas. Guten Tag, neuer Bürger. Ich bin Agent T und das ist mein Partner Agent H. Wir sind von der Inkasso-Agentur der Freien Städte, was? Kann ich helfen? Ja, uns wurde berichtet, dass du ein Nachkomme des früheren Besitzers dieser Werkstatt bist. Stimmt das? Von wem sprichst du? Ich kenne diese Person nicht. Das stimmt. Was ist denn los? Oh gut, weißt du, dein Vater schuldet uns 50.000 Golds für sein Geschäft. Da er im Moment nicht zugegen ist, musst du es als nächster Verwandter zurückzahlen. Was? Weil ich ein netter Kerl bin, hast du eine Woche Zeit, um das Geld aufzutreiben. Wenn du nicht zahlst, nehmen wir dieses Haus als Sicherheit. Und versuch gar nicht erst abzuhauen. Oder wir benachrichtigen die Ziviltruppe. Bitte? Ihr seht auch schon so aus, ne? Er hier vor allem. Oh, hallo, Toddy. Das wäre dann alles. Schönen Tag noch. Komm, Agent H, gehen wir. Was soll ich tun? Vielleicht sollte ich den Bürgermeister aufsuchen und mit ihm reden. Höchst verdächtig. Wir haben etwas Nützliches. 4 Tage. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal zum Bürgermeister. Was? Moment, erstmal nach meinen Maschinen gucken. Das wäre komische Leute. Also bitte. Wie sieht's da mit Holz aus? Ah ja, reicht noch. Eisen. Da lege ich aber mal nach. Höchst verdächtig. So, Hälfte haben wir. Wunderbar. Sahen jetzt irgendwie nicht aus wie Inkasso-Beauftragte. Naja, wir werden mal sehen, was es mit den beiden hier noch auf sich hat. Also. Hey, Toddy, hast du eigentlich was verloren? Hab heute einen guten Fang eingeholt. Ich empfehle die bunten Garnelen. Frisch und lecker. Mhm. Nein, Higgins. Du kommst mir nicht zuvor. Ach so, ich habe ja schon einen Auftrag angenommen. Nee. Gut, dann gehen wir halt wieder. Tschüss. Und ich habe immer noch nicht geguckt, was ich für die Lampen brauche. Oh, ich bin so schlecht. Also. Oh, der hat noch zu. Verdammt. Nee. Ich meine. Na gut, ich warte kurz. Ist gleich soweit, Leute. Bitte warten Sie. Okay. Ich hasse warten. Aber oh, die Schule fängt an. Habt das gehört? Geil! Hilf mir! Inkasso-Agentur? So etwas gibt es, aber ich wusste nicht, dass dein Vater Schulden hat. Warum machst du nicht Folgendes? Beim nächsten Mal schickst du sie zuerst zu mir, sodass wir eine Lösung finden. Du hast hart gearbeitet. Porsche steht voll und ganz hinter dir. Außerdem solltest du dich mit Martha unterhalten. Sie hatte auch Schulden, als ihr Mann starb. Vielleicht kann sie dir ein paar rechtliche Hinweise geben. Okay, dann reden wir mal mit Martha. Hey Nora. Es ist sehr heiß. Die Menschen dehydrieren während der Predigt schnell. Ich habe mit Pfarrer Lee darüber geredet, an einem geschützten Ort zu sprechen, aber er sagt, es gäbe Probleme mit dem Licht. Okay. Adit. Ich stehe jeden Morgen sehr früh auf, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Es ist meine Lieblingsroutine. Okay. Oh, warte mal, kann ich dir vielleicht? Hier. Vielen Dank, gefällt mir wirklich sehr. Plus 10, wow. Okay, wenn wir nochmal einen haben, wissen wir, wem wir den geben. Martha, das bist du.
Tut mir leid zu hören, dass du dich mit den Schulden deines Vaters herumschlagen musst. Obwohl, was ich noch so weiß, kam er mir nicht vor wie jemand, der Schulden haben würde. Egal, ich hatte schon früher mit der Schuldenagentur zu tun. Herr Isaac ist ihre Kontaktperson in Porsche. Sie sind also sehr fair und man kann gut mit ihnen kommunizieren. Mach dir keine Sorgen. Isaac? Er war es nicht, der zu mir kam. Nein, nein. Da stimmt etwas nicht. Wenn nicht etwas passiert ist, von dem ich nicht weiß, sollte Herr Isaac der einzige Kontakt in unserer Stadt sein. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Ich vermute, er wird das Ganze klären. Aha. Isaac. Ha, hallo. Was soll das Gezeter? Dein Vater hatte keine Schulden. Mensch, als er hier war, hätte ich ihn sogar eher als Pfennigfuchser bezeichnet. Wer auch immer dich besucht hat, war nicht von der Schuldenagentur. Sie nannten sich Agent T und H. Tass und Hass, die zwei Clowns versuchen es wieder. Wie bitte? Diese Blödmänner sind zwei in Porsche lebende Brüder, Banditen, oder zumindest versuchen sie das zu sein. Manchmal bereiten sie uns tatsächlich Schwierigkeiten, aber meistens handeln sie einfach nur idiotisch. Was soll ich tun? Nun, ich würde sie ignorieren, aber das bin nur ich. Vielleicht kann die Ziviltruppe etwas unternehmen. Okay, dann reden wir mal mit jemandem von der Ziviltruppe und da ist auch gleich jemand, Remington vielleicht. Irgendwo hier? Hallo? Ist der da drin? Nee, dann gehe ich da jetzt nicht rein. Moment. Da. Wer auch immer du bist, bleiben Sie stehen. Hass und Tass, was machen Sie jetzt? Aha, das ist ziemlich schlau von Ihnen, was? Wie viel Zeit haben Sie dir gelassen? Eine Woche, nicht wahr? Ich werde ganz bestimmt auch an diesem Morgen auftauchen. Dankeschön, Dankeschön. Gut, dann warten wir mal die Woche ab. Dann wissen wir ja Bescheid. Ob das die zwei Banditen sind, von denen hier alle sprechen, die hier dauernd Zeug klauen. Wenn sie es denn waren. Na, wir werden sehen. Okay, dann machen wir mal weiter mit unseren Aufgaben. Ja, ich wollte erstmal gucken, was die Wandlichter brauchen. Und dann wollte ich noch einen Fisch fangen. Das machen wir dann auch noch bald. Und ich wollte noch mal in die Kanalisation. Also, Wandlichter hier. Wir brauchen Kupferbarren, die haben wir. Wir brauchen Glas und alte Teile. Dann machen wir... Moment, wie viel Glas brauchen wir? Für zwei Lichter 8-mal. Mache ich einfach... 10. So. Ach komm, mach mal ruhig. Mach mal ruhig nochmal 10. Hä? Okay. Der ist noch am Machen oder was? Oder kann ich keine mehr herstellen, weil ich keinen Kupfer mehr habe? Ich bin mir nicht... Ah ja, ich habe keinen Kupfer mehr. Und auch kein Bronze für Bronzebarren. Ja, dann stell doch einfach mal ein paar Steinziegel. Nein. Ach, du machst noch Bronzebarren. Na gut. So. Okay. Dann räume ich das hier kurz weg. Und dann gehen wir mal... Ja, dann gehen wir mal in die Kanalisation und kümmern uns um die Zähne, die uns noch fehlen. Das sind ja zwei ganz schöne Ganoven. Kommen die da und wollen einfach 50.000 Gold? Stellt euch mal vor, das machen Leute ja ständig mit alten Leuten und die glauben denen das und geben denen das Geld. Und dann, na, ihr wisst schon, solche Dinge passieren. Oh, wie gemein kann man eigentlich sein? Ich meine, ich bin kein alter Mensch, aber... Naja, wobei. Aber meine Figur ist ja noch jung.
Ja, das ist schon ziemlich fies, finde ich, da hinzugehen und einfach zu behaupten, nee, dein Vater hatte Schulden, du musst das jetzt bezahlen. Was ist, wenn ich denen geglaubt hätte und mich nicht erkundigt hätte? Tja. Deswegen, liebe Leute, immer nachfragen, wenn euch was komisch vorkommt. Erkundigungen einholen, ob das denn stimmen kann und nicht einfach Ja und Amen zu allem sagen. So. Ja, dann gehen wir mal rein. Gucken wir mal, ob wir heute den Boss schaffen. So, wie viele Ebenen sollen es denn heute sein? Ach Mensch, nee, machen wir dann beim nächsten Mal. 30 Minuten sind um, liebe Leute. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Aber die Zeit geht ja hier nicht vorbei, deswegen... wenn es euch gefallen hat, liebe Freunde, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hier bei My Time at Porsche. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!